Hallöchen meine lieben Minecraft-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute nicht um Minecraft oder sowas, ne? Gar nicht um Minecraft, sondern heute geht es einfach nur um Photoshop. Wie ich meine Thumbnails mache in Adobe Photoshop, Creative Cloud oder halt allgemein Photoshop, ne? Und da zeige ich euch das, aber auch nur, weil ein Kumpel von mir, der liebe Alex, der SEMA-LP, der hat mich nämlich vor einigen Tagen danach gefragt, wie machst du deine Thumbnails? Und das werde ich euch nämlich heute zeigen. So. Ihr geht erstmal auf Adobe, ihr startet erstmal Adobe Photoshop. Wenn das gestartet ist, kommt ihr hier einfach so in neuer Editor, ne? Alles leer, so, gut. Ihr werdet wahrscheinlich das hier haben, so. Ihr geht dann auf Datei, öffnen und sucht mir ein beliebiges Bild aus, zum Beispiel nehme ich heute das hier. So, das, ja. Dann habt ihr nämlich das Bild hier, das ist nämlich super, ganz schön, ne? Und ich denke, ich mache heute einfach mal ein Thumbnail über Minecraft Bed Wars. Oh, entschuldige, da kam das Essen hoch. Nicht erst. So, dann gehe ich hier nämlich als allererstes auf Filter. Das ist hier oben. So, und dann gehe ich hier auf Weichzeichnungsfilter. Das ist, viertunterste. Und da gehe ich nach rechts auf Feldweichzeichnung, ne? Also auf Weichzeichnung öffnet sich ein Fenster und das oberste Feld Weichzeichnung. So, klicke ich da drauf. Dann ladet das und kommt hier Hintergrund unscharf. Und dann seht ihr, dass mich einfach mal jemand anstupst, währenddem ich ein Video mache. Sag mal, bist du oder bist du behindert oder so? Oh, nee. Leute. Okay, ne. So. Ihr seht dann, ja, geht so ein Kreis und so, ne, mit einer Stecknadel. Oben rechts hast du so eine Zahl, 15 Pixel, aha, okay, ja, was ist das? Das ist Ausmaß der Weichzeichnung steuern. So, klicke ich da Doppelklick drauf, auf die Zahl, und ich mache 8. Ich mache generell 8, weil, ihr seht, wenn ich jetzt 5 mache, ist es schon wieder fast zu detailliertes Bild. Und wenn ich dann, 15 mache, oder 10, ist es für mich zu unscharf. Das heißt, es kommt gar nicht so in, ins Bild. Das Bild kommt gar nicht so ins Bild. Also, dann, wenn ich das habe, wenn ich die Zahl eingegeben habe, mache ich hier auf OK. So, dann ist es. Okay, nee, ich habe keinen Bock mehr. So, tschö. So. Dann kriege ich hier das, was ich wollte, ne? So. Hier, Ebene, alles schön gemacht. So, jetzt möchte ich aber einen Text. So, klicke ich hier unten auf das T. So, das ist hier unten, ne? Wenn ich das T habe, kriege ich hier so eine Klammer. Und dann klicke ich so aufs Bild. Kann ich nämlich reinschreiben. Und ich mache das einfach mal auf 59. Ja, oh, das ist gut. Gut, das ist gut. Dann nehme ich also eine Farbe, die ich möchte. Das kann man hier entweder skalieren, wie man möchte. Oder wenn man hier eine Farbe hat, die man möchte, kann man hier auf den Pfeil klicken, welche man möchte. Ich nehme rot. Also schreibe ich rein Let's Play. So, jetzt habe ich hier Let's Play reingeschrieben. Und kann, wenn ich möchte, dass die Schrift ein bisschen schräg ist, kann ich auf Control drücken. Dann kommt nämlich hier das. Und dann, dann kann man das nämlich so ein bisschen, skalieren, wie man das möchte, so schräg stellen. So, ich mache das jetzt so. Wenn man das hat, kann man Kontrolle loslassen, dann kommst du wieder aufs normale Schreiben hinein. Dann kannst du hier oben aufs Häkchen klicken. Dann siehst du, gibt es hier eine Ebene mit deiner Schrift. Wenn du da doppelklickst drauf, kannst du so reinschreiben. Ich heiße Hans. So, ne? Aber wir lassen das mal einfach. So. Jetzt, wenn ich aber mein Style, die Schrift so ein bisschen stylen möchte, die Ebene stylen, so, gehe ich hier, nicht direkt auf die Schrift, sondern ein bisschen daneben. So, Doppelklick. Und dann mache ich hier auf Kontur, das ist das viertoberste, nicht diese Kontur, sondern das zweite Konturfeld. Weil wenn man auf das hier geht, kommt man nur auf so einen billigen, also das benutze ich hier nicht, weil das finde ich eigentlich kacke. Ist nicht so mein Geschmack dementsprechend. Gehe ich hier auf Kontur und da sehe ich 3 Pixel, das ist dann der Rand, die Dicke des Randes. Also die Dicke der Kontur. Dann mache ich meistens 15, das ist so bei mir Standard. Dann hier unten Farbe und da kommt hier so ein Fenster und da kann man sich die Farbe aussuchen, wie man das halt möchte. Ne? Ich mache es so, weiß, gut, ja. Dann war das gerade mein Ladekabel, das hier runtergefallen ist, aber juckt ja niemand. Dann gehe ich hier auf OK, noch nicht das hier klicken. Wir bleiben noch darin, gehen auf Verlaufsüberlagerung.
hier die Verlaufsüberlagerung, gehe ich auf diese Farbe. Und das ist einfach immer nur die Farbe, die hier zu oberst ist. Hier. Gut, gehe ich auf diese Farbe. Okay. Gut, mehr müssen wir in diesem Fall nicht mehr machen. Dann gehen wir auf Schlagschatten. Hier, 90. So. So, 90. Dann bei diesen drei Linien, das heißt bei Abstand, Überfüllen und Größe, gehe ich da, Doppelklick, 20, 20, 20 und mache bei allen drei 20, weil dann gibt es ein bisschen mehr Schatten, aber auch nicht so intensiv. Gut, dann hätten wir diese Schriften gemacht. Okay, gut. So, oh ne, was ich vergessen habe. Oh mein Gott, Leute, was ich vergessen habe. Gar, bevor wir die Schrift nehmen, mache ich immer so Background Rays. Das sehen wir hier auf dem Bild. Und das ist irgendwo hier. Ja, das ist das hier. So, gehe ich das. Und nimm das per Drag and Drop, ne? Klick das an, halt es geklickt und zieh es auf Photoshop. So, dann seht ihr das hier so gut. Und ihr skaliert, ihr zieht halt, wie ihr das so möchtet, ne? So. Okay, Häkchen, zack. Jetzt ist aber leider das Background Race über unsere Schrift. Das heißt, ist aber nicht schlimm, das ist aber nicht schlimm. Ihr könnt nämlich das Background Race anklicken und klickt halten und unter eure Schrift ziehen, eure Let's Play-Dings, ne? Dann ist nämlich das Bay zu oberst und zu vorderst, ne? So, das hätten wir mal. Jetzt gehe ich wieder auf Dingens hier und guck, wo habe ich denn hier Minecraft Logo. So, zack, das nehme ich auch wieder per Drag and Drop, das heißt anklicken, geklickt halten und auf euren Photoshop Dingens Editor ziehen. Zack, hat man das hier. Jetzt aber, seht ihr, kann man da schon mal so bewegen, aber es ist nicht so gut, wenn man das so bewegt, weil das ist nicht gleichmäßig, seht ihr? So, das ist nicht gleichmäßig. So, wir halten aber Shift gedrückt. Und dann können wir jetzt sehen, dass es gleichmäßig groß wird. Das heißt, ich mache das einfach mal so. Gut. Und dann können wir Shift loslassen. Und dann können wir das nämlich so ziehen, wie wir das möchten. So. Und entweder aufs Häkchen oder Enter klicken, ne? So. Dann hätten wir das mal. Jetzt gehe ich hier drauf, weil ich hier eine andere Schriftfarbe möchte. Und klick nochmal aufs Bild. Wenn wir bei diesen Dingen hier sind, bei Schrift, bei Schreiben, klicke ich aufs Bild. Jetzt sehe ich, die Schrift ist ein bisschen zu groß, weil es ist die 250 Pixel große Schrift, wie hier. Jetzt mache ich aber Doppelklick und kann die Schriftgröße einstellen. Das heißt, ich nehme einfach 175. So, das ist nicht mehr so groß, ne? Seht ihr? Ja. So, dann nehme ich aber, so, B. Gut. Häkchen. Klicke ich nochmal aufs Bild. E. Häkchen. Oh ne, nicht Enter, sondern Häkchen. D. Häkchen. W. Häkchen. A. Häkchen. R. Häkchen. Oh ne. Ne, warte. Ach so, ja. Man sieht sie. So. R. Häkchen. Und S. Häkchen. So. Jetzt habe ich nämlich jeden einzelnen Buchstaben als eine einzelne Ebene, wie ihr hier seht. Ich nehme das noch kurz so hier unten unter das. So. So, jetzt haben wir nämlich B, E, D, W, A, R, S. Jeden einzelnen Buchstaben als eine einzelne Ebene. Das seht ihr hier, ne? So. Jetzt klicke ich auf S. Hier. Selber auf S, weil da kann ich das so bewegen, wie ich möchte. Und nochmal aufs Häkchen. Ich mache das jetzt nur, damit ich Platz habe für die ersten Buchstaben, dass ich die ein bisschen hinstellen kann, wie ich möchte, weil ich nehme jetzt einfach mal die Buchstaben und setze die einfach so gut wie möglich von den ersten zwei Buchstaben weg, dass ich dann Platz kriege. So. So, ein bisschen hier rüber. So, Häkchen. Jetzt nehme ich nämlich das B, der erste Buchstabe, und setze das hier so hin. So. Gut. Häkchen. Dann gehe ich aufs E und bewege das halt so, wie ich das so möchte. Ja, das finde ich gut. Ja. So. Dann gehe ich aufs D und mache dasselbe. Ich mache das einfach bei jedem Buchstaben selbe. Ne? So. Gut. Mache ich das bei W auch noch. So, hier hin. Gut. So. Bei A. Das ist auch ganz toll. Bei R. Bei R, ne? So. Und last but not least, beim S. So. Beim S. So, sobald aber. So. Gut. Jetzt möchte ich ja diese Buchstaben genau gleich haben wie die. Jetzt gehen wir einfach, bevor wir das machen, nehme ich das B, halte es gedrückt und ziehe es
über, also ganz nach oben. Hier seht ihr, wo bei dem Strich, wo das hinkommt, ganz oben nehme ich das. So, jetzt nehme ich das D, Hals gedrückt, und ziehe es mir unter den obersten Buchstaben. Dann nehme ich das A, Hals gedrückt, und ziehe mir unter den zweitobersten Buchstaben. D. So, dann kommt noch das S, ne, das ist schon so, gut. Jetzt klicken wir zu oberst aufs B, gehen auf Kontur, da mache ich, 10, ja, 10. Gehe hier auf die Farbe, mach weiß, genau gleich wie da oben. Dann gehe ich auf Verlaufsüberlagerung, mache hier, das zweite oberste Ding, ne? Mach, okay. Schlagschatten, gehen wir auf 90. So, dann hier 20, 20, 20, gut, dann geht es nämlich so ein Schatten und so. D. Ihr werdet dann gleich sehen, warum ich da B, D alles so durcheinander gebracht habe. Das werdet ihr da gleich sehen. So. 10. Zack, zack, zack. Verlaufsüberlagerung. Hier mache ich das wie beim anderen, also wie bei jedem. Dann gehe ich hier auf 90 oder 91. Juckt mich jetzt nicht. 20, 20, 20. Doch nicht 205. Mensch. So. So. Dasselbe bei A. Nämlich Konturgröße, Dicke 10, Farbe weiß, Verlaufsüberlagerung mache ich hier blau, so wie ich möchte. Schlagschatten wieder auf 90 oder 91, ja, sieht mir jetzt nicht, 20, 20, 20, gut. So, that S, auf 10, das hier, zack, dann. Nee, keine Farbüberlagerung, sondern Verlaufsüberlagerung. Zack, hier. Pep. Ja, so, dat. Dann Schlagschatten. Komm schon, Schlagschatten. Zack. Zack, zack, zack. So. Aufs R. Das mache ich einfach bei jedem einzelnen Buchstaben, bei jedem einzelnen Ebene. Genau gleich. So. Das weiß. Das. So, dann Schlagschatten 90 oder 91, naja, 20, 20, 20, so gut. W. 10. Weiß. So, weiß. Verlaufsüberlagerung. Zack, so hin. Schlagschatten. Zack. 90. 20, 20, 20. Und last but not least, hier die letzte. 10. Weiß. Oh ne. Weiß. Verlaufsüberlagerung. So, das hier. Und Schlagschatten. Gehen wir auf 90. Perfekt getroffen. 20, 20, 20. So. Dann haben wir hier nämlich all die Buchstaben in der ein und selben Style und Art und Weise. Jetzt seht ihr, ne? Jetzt ist das B, D, A und S ist ein bisschen 3D. Also über dem E, W, R. Das liegt daran, dass immer die Datei halt so noch wie ein Hochhaus. Das ist halt, ne? Der oberste Stock ist halt über dem zweitobersten Stock, ne? Das heißt, ich kann das hier nehmen und es ist über dessen Ding hier. So. Jetzt machen wir aber das hier so. Ja, wisst ihr was? So. So. Habe ich bei B? Doch, da habe ich auch Schlagschatten. So. Jetzt, da das alles ein bisschen groß ist und dick, gehe ich auf Control, klick das an und halte es gedrückt. Dann gehe ich auf jede einzelne Ebene, Buchstabe-Ebene von Bad Wars Schriftzug. Oder diese Schriftzug, die ihr halt möchtet. Ja. Wie? E. So, dann klicke ich halte ich Control gedrückt und klicke dann auf T. So, dann seht ihr hier, ist das alles als eine Datei, als eine Ebene. So, dann könnt ihr nämlich Shift drücken, gedrückt halten und das so ziehen, wie ihr so möchtet. Ich denke, das so schon gut, ja. Gut, dann könnt ihr Shift loslassen und könnt es so euch hinziehen, wie ihr dann möchtet. So, gut, finde ich so gut. So, jetzt haben wir hier das MC-Logo. Das möchte ich, dass das halt
über unsere Schrift ist, das ziehe ich halt nach ganz oben. So. Zack, jetzt ist das so drüben. Und jetzt möchte ich, dass es aber auch ein bisschen Schatten gibt. Gehe ich halt hier, Schlagschatten auf 90 oder 90 oder 90. So, danke dir. 20, 20, 20, mach alles gleich wie hier unten. Und dann auch Control halten, Control gedrückt halten, T klicken, drücken, whatever. So. Und Häkchen. So, jetzt haben wir das. Gut, jetzt möchte ich aber meinen Skin. Ja. Den hole ich nämlich auch per Drag and Drop. Halt aus meinem Ordner. So, da ist er, der Zenny. Gut, der Zenny-Skin. Dann halte ich wieder Shift gedrückt und kann das gleichmäßig so hochziehen. So, dann kann ich das ein bisschen schräg machen. Schräg stellen. So, Häkchen klicken. So, und Doppelklick rechts auf, ja, Zenny, ne? Dann gehe ich hier auf Kontur, lass das bei 3. Dann mache ich Schlagschatten. 90. 20, 20 und 20. So. Dann sieht das nämlich auch übelst geil aus. So. Das können wir uns als Datei speichern. Da, wo ihr halt wollt. Dann können wir nämlich Thumb. Das habe ich nämlich schon gemacht, weil die Aufnahme wurde einfach nicht aufgenommen. So. Thumbnail Bad Boys. Und dann nicht gleich auf Speichern drücken, sondern hier bei Photoshop PSD anklicken und bei JPG Klammer JPG, also JPEG Klammer JPG Klammer JPEG Klammer, so, Leute. Das ist der Beweis, dass ich nach 9:30 nicht mehr geeignet bin, zu gebrauchen bin. So, JPEG Klammer JPG, JPEG, JPE, Klammer zu. Klickt ihr das an? So, das ist nämlich die normale Bilddatei, Bildformat. Speichern. Ja, ist bei mir bereits vorhanden. Möchte ich halt ersetzen. So. Nee, ich ersetze es jetzt mal nicht. So. Jetzt, wenn ihr wollt, dass ihr Let's Play Schrift, Minecraft Logo, Bad Boys Schrift und der Skin ohne den Hintergrund habt, das heißt, dass ihr die transparent den Hintergrund transparent habt, geht ihr einfach auf Control. Gedrückt halten. Zenny haben wir schon mal angegeben. Dann klicken wir halt das an, was wir möchten. All diese Ebenen klicken wir an. So. Und dann gehen wir nicht hier direkt drauf, sondern so ein bisschen hier, wo es Freiraum hat. Rechtsklick und Text rastern. So, ja, Text rastern. Dann ist all das gerastert, gut. Und dann können wir nämlich hier unten bei Background Race so machen, dass man die nicht sieht und der Background, dass man den auch nicht sieht. So, dann kann man nämlich hier das speichern unter das habe ich auch schon, transparentes Bad Boys Thumbnail. So, jetzt seht ihr nicht bei, also wieder bei Photoshop hier anklicken und nicht bei JPG, sondern PNG, weil PNG ist, das nimmt das halt, das transparente Muster hier an. So, PNG, Klammer PNG, PNS. Klicken wir das an, speichern. Ja, ist bei mir vorhanden, möchte jetzt aber nicht abspeichern. So, jetzt werdet ihr nämlich, also wenn ihr das abgespeichert habt, seht ihr, für was das halt der PNG gut ist, ne? Sagen wir, wir öffnen mal, das hier. So, und dann holen wir per Drag and Drop das, Bilder. So. Drag and Drop. Bam. Seht ihr? Durchsichtig. Jetzt habt ihr nämlich all das, was ihr wolltet. So. Durchsichtig. Ne? Dann geht das nämlich so. Wie ein neues Thumbnail halt einfach ohne, mit einem neuen Hintergrund. Könnt ihr das halt so, per Drag and Drop rein in euer Photoshop und dann, eskalieren, von der Größe her, wie ihr das wollt. Ne? Könnt ihr das so machen. So. Klicken wir Häkchen, dann können wir nämlich das wieder abspeichern. Speichern unter den Namen, den ihr wollt, auf JPG und dann auf Speichern. Aber ich mache das nicht, weil ich das nicht möchte. So, gut. Und wenn ihr, sagen wir, ihr seid mit dem fertig und habt das abgespeichert und habt das abgespeichert, ne? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das möchtet, speichert es euch ab. Immer. Wenn ihr das nämlich abspeichert, so, abgespeichert habt,
und nicht mehr möchtet, dass das in Photoshop halt geöffnet ist, wenn das euch nervt oder wenn es zu viel Platz braucht, könnt ihr hier aufs Kreuz klicken, ne? So hier aufs Kreuz, dann öffnet sich ein Fenster, möchten Sie die Änderungen an dem Adobe Photoshop Dokument vor dem Schließen speichern? Ja, nein, da ihr es schon gespeichert habt, müsst ihr das nicht, mache ich einfach nein. Sonst wird das als Photoshop-Datei, also sozusagen als Projekt abgespeichert. So, dann hätten wir das eigentlich mal. Und das war's eigentlich schon von meiner Seite, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und wenn ihr immer noch Fragen habt, vor allem du, Alex, könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Alex, du kannst mich einfach anschreiben. Dann können wir das per Teamviewer oder Skype oder Teamspeak halt, kann ich dir das erklären, wenn du Fragen hast, ne? Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare und dann kann ich entweder darüber ein neues Video machen oder ich fordere euch auf, mal einen Zeitentermin oder adde euch auf Skype und dann können wir nämlich das mal auf Teamspeak klären oder per Teamviewer, blablabla, wie wir das halt machen, oder ich kann ein Video darüber machen oder ich kann euch halt einfach eine Antwort geben unten in den Kommentaren, ne? Dann würde ich sagen, lasst eine konstruktive und positive Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, bleibt geschmeidig. Haut da rein und Jimmy Dö, meine Freunde.